Dann ziehe ich die erste Frage. Und zwar ist die erste Frage, was assoziiert ihr mit Leadership? Ich denke, Leadership kann extrem vieles sein und es kann sehr viele Facetten haben. Es kann sehr hierarchisch sein und das ist jetzt nicht so, wie wir es leben. Bei uns ist Leadership viel mehr auf Augenhöhe miteinander. Also ich kann zu einem Mitglied von der Geschäftsleitung gehen und mit dem über Sachen diskutieren. Und er sagt mir nicht einfach, hey, du hast nichts zu sagen, sondern es ist auf Augenhöhe. Ja, Leadership hat für mich auch so mit Begeisterungsfähigkeit zu tun. Dass man Leute irgendwie mitreissen kann für eine Vision. Oder nicht nur, dass man selber vorausgeht, sondern vielleicht auch jemandem, der innovativ ist und vorausgegangen ist, dass man folgt und Leute mitnimmt dorthin. Und das kann dann auch ein New Starter bereits schon machen, oder? Wenn der eine gute Idee hat zu einem Thema und das Gefühl hat, ich kann andere inspirieren, dann go for it. Du kannst ein Beispiel machen. Ja, sicher. Die Sarah, die vor jetzt 3 Monaten bei uns auf dem Projekt gestartet ist, hat gefunden, hey, zu Git Practices, da können wir uns noch verbessern. Und jetzt hat sie es in die Hand genommen, einen Workshop zu machen, wo sie uns ein bisschen gute Practices zu Git gezeigt hat, wie wir uns dort noch können verbessern können. Das ist, glaube ich, zentral bei IPT, dass eben aus jeder Rolle aus man kann Leadership machen kann. Sei es einem Kunden gegenüber Leadership machen, den Teamkollegen gegenüber, den Partner. Das kannst du eigentlich auf jeder Stufe machen. Ich finde, Leadership hat wie 2 Aspekte. Es hat auch Aspekt Verantwortung für sich selber übernehmen. Dass ich mir selber Ziele setze, Feedback einholen, aber auch reflektieren, wie gebe ich mich, wie verhalte ich mich. Und dann gibt es den Aspekt Leadership gegenüber oder mit anderen zusammen. In einem Team, zum Beispiel in einem Projektteam. Das sind so für mich 2 Facetten, die idealerweise Hand in Hand gehen sollten. Wie wird Leadership im Projektalltag gelebt? Ich denke, es verändert sich auch auf dem Projekt eigentlich. Also es verändert sich über die Zeit. Man nimmt Einfluss auf eine Situation durch Leadership und dann ändert sich die Situation. Ein Beispiel bei unserem Mandat, wo wir gestartet sind, Nigunagu neues Team. Die Leute kennen sich noch nicht so irgendwie und die Mission war eigentlich, dass wir zusammen irgendetwas erreichen und das High Performance. Und was ich dort festgestellt habe, ist, dass wir die Ingenieure in diesem Team, die haben nicht wirklich sehr stark vertraut. Und wenn du kein Vertrauen hast, dann wirst du nie so die Performance-Levels erreichen. Also habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass ich zuerst mal in diesem Team die Vertrauensbasis schaffe. Und dann habe ich wirklich, eine Partnervermittlung fast irgendwie so. Ja. Es klingt mega doof, aber hey, du bist an diesem Thema und hey, sie hier ist irgendwie an diesem Thema, redet doch mal miteinander, oder? Und dann sind auch wirklich persönliche Differenzen vorgekommen irgendwie. Und dann hat man so ein Mediator gespielt und so Zeug. Und irgendwann sind wir auch so weit gewesen, dass man beispielsweise in einem Retro hat man dann offen reden über Sorgen und all das. Und dann ist das wie erreicht gewesen, das Vertrauenslevel. Und dann haben wir dann auch um andere Sachen können kümmern. Das heisst, auch meine Funktion oder das Leadership an sich hat sich dann auch verändert, wo das erreicht ist. Hand aufs Herz. Könnt ihr euren Leadership-Stil auf dem Projekt immer einbringen? Ist glaube ich, meine Lieblingsfrage von denen, die wir heute behandeln. Also das würde mich jetzt wundern, was du sagst. Weil für mich ist das einer der besten Punkte von der IPT und was die IPT am wertvollsten macht. Es ist ein... Ich kann genau so sein, wenn ich im Privaten auch bin. Man ist sehr offen zueinander. Man sagt einander, was man denkt, positiv, aber auch auf eine respektvolle Art Kritik anbringen. Und man kann sehr gut auf Personen eingehen. Und vor allem kann jeder etwas sagen. Oder es ist nicht einfach, hey, der ist der Boss und der ist der Chef, sondern ich kann mich einbringen. Auch als New Starter. Also bei mir ist, ich entwickle meinen Leadership-Stil. Ich habe keinen Leadership-Stil an sich, der ist im Wandel und ich entwickle den jeden Tag auf dem Projekt oder sei es mit internen Lernreisen, Weiterbildungen, wo ich die Chance bekomme, diese Skills zu entwickeln und zu wissen, auf was ich muss achten und welche Techniken, welche Methoden dass ich einsetzen kann. Also. Wie bist du deine beschrieben? Hey, du hast vorher gesagt, Stefan, wegen authentisch sein und so.
glaube, unser Team würde nicht funktionieren, wenn ich dort voll authentisch wäre. Ich würde gerne Leute empoweren. Ich finde es mega cool, wenn Leute Eigeninitiativen zeigen, Sachen reisen und dann eben mir durchziehen, wenn sie irgendwie gehen. Finde ich wahnsinnig gut. Aber dann sagst du in dem Fall, manchmal kannst du nicht voll authentisch sein, sondern musst dich ein bisschen verstellen. Geht es dir da dabei, oder ist das so, oder geht es dir dabei gut? Nein, ich glaube, es ist einfach die Comfortzone ein bisschen verlassen. Oder? Und meine okay. Das, was ich so wie ich es heute mache, irgendwie, dass ich das ein bisschen auch verlasse. Und dann sage ich, okay, jetzt bin ich nicht mehr authentisch, wenn ich aus meiner Comfortzone rausgehe. Vielleicht ist es okay. Aber das ist schon eine Methode. Aber ich lerne das, so wie du es sagst. Oder? Ich glaube, Leadership geht nicht ohne Konflikt. Meine Erfahrung ist, dass du ja, in einer heilen Welt sind immer gerade alle einverstanden und die Sektgruppe findet die beste Lösung und man schafft glücklich zusammen. Aber in der realen Welt gibt es ja Spannungen im Team oder Pattsituationen bezüglich welches Lösungsdesign macht jetzt mehr Sinn. Und das soll ja auch Reibung geben. Das ist ja an sich eigentlich nichts Schlimmes. Schlimm ist es nur, wenn es dann wirklich sehr persönlich wird, aber wenn man auf der Sachebene und das kann auch sein, dass ich auf der Sachebene sage, jetzt haben wir eine Stunde über das geredet. Ich glaube, wir sind uns nicht einig. Ich entscheide jetzt in meiner Rolle, wir machen das. Ich wollte noch schnell auf den Punkt gehen. Du hast vorhin gesagt, Reibung ist nichts Schlechtes. Ich würde noch einen grossen Schritt weitergehen und sagen, Reibung ist sogar extrem gut und extrem wichtig. Weil schlussendlich ist die Reibung das, was uns weiterbringt. Oder wenn alle immer Frieden, Freude, Eierkuchen, ein Herz, ein Seel, dann bleiben wir stehen. Warum ist Leadership in der IPT wichtig? Ich glaube, was wichtig ist in der IPT, ist, dass wir verlangen und wir wollen das, und ihr, oder wir wollen das ja alle, eine gewisse Form von Selbstführung, Selbstständigkeit und dass die Projektteams sich selber führen. Und das ist schon essentiell, ich würde auf das nochmal eingehen, die Organisationsstruktur von so einer flachen Hierarchie mit verteilten Projektteams, die ja immer wieder auch neu zusammengesetzt werden, das funktioniert nur, wenn die Projektteams sich selber steuern. Die Organisationsstruktur funktioniert, ist Leadership essentiell, Selbstführung ist essentiell und ich glaube, wir haben auch alles Leute, die das wollen. Das Schöne daran eigentlich, dass man eben den direkten Draht zu einem IPT-Partner hat, wo man mit dem reden kann und sagen, hey, ich will mich in die und die Richtung weiterentwickeln oder vielleicht auch sonst Sachen, die nicht stimmen in der Firma und es sind immer alle offen für Feedback und Inputs zu der Führung der Firma. Und das finde ich sehr einzigartig. Ja, vor allem, man kann ja mit jedem Partner reden. Also das ist wichtig. Das merkt man am Schluss so. Oder? Also das mit dem Leadership, es ist Leadership für sich selber. Also, ja. Es ist Leadership innerhalb von IPT und schlussendlich auch Leadership beim Kunden. Und ich glaube, das Ganze, das sieht man irgendwo durch, das spürt man, dass wir das suchen eigentlich. Und das finde ich auch etwas, was so fantastisch ist für IPT.